So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Im letzten Mal haben wir die Pokémon-Liga erreicht, beziehungsweise die Siegesstraße, haben uns auch ein bisschen hier schon drin durchgekämpft. Ja. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Bin ich mal schutzaktiv? Ich glaube ja. Wir werden es ja merken, wenn kein Schutz aktiv ist, wäre es gleich angehen. Also kommt Kampf gleich. Okay, bräuchte ich eventuell Blitz. Habe ich jetzt nicht. Ich würde es auch jetzt nicht aktivieren. Ich würde es auch nicht beibringen. Es muss ohne gehen. Ja, wir haben nicht mehr viel vor uns. Siegesstraße ist in dieser Generation nicht so groß, meiner Erinnerung nach. Kommen auf jeden Fall noch ein paar Trainer. Und da geht's nicht lang. Und mal schauen, ob wir das heute hier in diesem Part bis zum Ende kommen. Wäre auf jeden Fall optimal, würde ich sagen. So. Okay, AP Plus. Ich wollte gerade sagen, muss doch irgendwas liegen, weil ohne Grund sind ja keine Steine. Das wäre sehr merkwürdig, wenn doch. So, da ist auf jeden Fall ein Trainer. Und ja, einfach kämpfen. Wir sehen ja den, wer wir vorne haben. Deine Geschichte nimmt hier und jetzt ein Ende. Dein Schicksal ist besiegelt. Oh yeah. Dap, 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 dap. Expert Enrique setzt Capoeira ein. Okay. Ein Kampf-Pokémon. Das ist natürlich kacke, dass ich Logok vorne habe. Aber gut, lass das Logok regeln hier. Das muss Logok mal wieder regeln. Da kriegt er letzte Zeit nicht so viel geregelt. Und deswegen wäre jetzt mal wieder Zeit, dass du jetzt was geregelt bekommst. Voll Feger. Vor allem, wir sind vom Level her genau gleich stark wie die jetzt gerade. Schön zu wissen. Aber wie gesagt, bei der Pokémon-Liga werde ich mich nochmal trainieren offscreen. Auf Level 52 bisher, mein Plan. Mal schauen. 52, 53, irgendwo dazwischen wird es sein. So, wird nicht besiegen. Dafür ist er zu stark. Aber egal, wir haben auch das Ding, um unser Init zu erhöhen. Genau, Temposchub. Jetzt bin ich gespannt, wer ist schneller, Logok oder Capoeira. Er hat doppelte Init und ich habe ein bisschen mehr Init. Er ist schneller als sie, okay. Aber es sollte nicht viel Schaden nachmachen, weil ich bin ja auch Kampf-Pokémon. So, ciao, Capoeira. Das war's für dich. So, nächster, wer kommt? Temposchub. Oh yeah. Es kommt eine Jotetsu. Auch ein Kampf-Pokémon. Bleiben weiter mit unserem schönen Logok draußen. Da, 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 da. Und mal Feuerfeger. Wollen wir mal schauen, wie viel Schaden wir. Okay, fast die Hälfte. Wir müssen aufpassen. Okay. Ja, ruft mein Pokémon raus. Okay. Das kommt. Mein Elektroball. Ach. Das ist natürlich jetzt schlecht. Voltwechsel, ich will rausgehen. Wieder. Das soll nicht drin bleiben, ja? Das hat überhaupt gar keinen Sinn, dass ich ihn hier drin lasse. So, tschüss, Elektroball. So, wen holen wir rein? Wir holen dann mal Panzeron rein noch. So. Protzer jetzt einen Angriff. Von mir aus macht das. Nächster Angriff werde ich so auseinandernehmen. Weil Flug ist ja, wie gesagt, im Vorteil gegenüber Kampf. Er setzt Ausdauer. Ja, ist egal. Der Kampf, der Angriff, der jetzt gekommen wäre, den hätte er überstanden, aber nicht den zweiten, der jetzt gleich kommt. Und fliehen. Und zack. Das war's für Jotetsu. Okay, da ist er down. Und Level up für Logok. Level 45. Oh yeah. Das war's für Experte. Nein. 3600 Poké-Dollar. Yeah. So. Dann wollen wir kurz Logok runternehmen. Und wenn Panzer. Nehmen wir das Banett vorne. Mal gucken, Banett, ob das Banett auch geregelt bekommen hier. Ich bin mal gespannt. Da, da, da. Da ist ein Arztrainer. Hi. Bisher habe ich ja erst mit Ach und Krach geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie ein Kaugummi. Oh yeah, wenn du sagst. Da, 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 da. Astrina Edgar setzt Flugkiefer ein. Oh, ein Stahl-Pokémon. Ja, da wollte ich jetzt gerade den restlichen Satz nicht sagen. Ein Stahl-Pokémon. Werde ich Logok wieder reinholen. Denn ich traue das Banett nicht zu, ein bisschen, weil ich habe ein bisschen Angst. So, was setzt der Horte ein? Okay, erhöht er seine Werte mit. Seine Verteidigung auf jeden Fall. Egal, Feuerfeger. Das sollte jetzt nicht mehr ganz auslangen, aber auf jeden Fall viel Schaden machen. Auf jeden Fall. Er hortet weiter. Auf zwei müssen wir jetzt besiegen, sonst wird es knapp werden. Nochmal Feuerfeger. Und zack. Und ist er down? Er ist down, alles klar. Das war's für Flunkiefer. Gut. 1339 für Banett und für Logok. Hier endet also meine Reise. Yep. Das tut sie. So, weiter geht's. Da, da, da. Was ist hier unten? Was ist hier unten? Oh, mein Trainer. Für ein Kind schaust du ganz schön entschlossen rein. Das motiviert mich für einen Kampf gleich umso mehr.
Ein Trainer. Das ist ein Feuertyp, oder? Ne, Raubein. Raubein Zack. Krass. Zack. Hallo, Zack. Was geht? Scheiße, dann schieben wir mit Barnett vorne. Das können wir knicken. Mit Barnett kann ich nicht leasen hier. Das kann zu knicken. Kapilz ist auch schon gelevelt. Mit Tanzeron, würde ich gerade sagen. Tentoxa reinholen. Und schauen, ob Tentoxa das packen kann. Itemsperre. Ich vertraue dir, Tentoxa. Also, Tentoxa, regeln mal. Mach mal bitte Säurespeier. Dann werde ich da noch mit Surf angreifen und dann war es auch, denke ich mal. Mal schön Drop einmal. So richtig schön senken wir den Feuerzahn. Warum auch immer erst Feuerzahn einsetzt gegen einen Tentoxa vor allen Dingen. Was ich nicht verstehen werde, aber egal. Surfer. So, und tschüss. Das war's für Hundemon. 1612 für Barnett. Barnett erreicht Level 45. Tengulist wird eingesetzt. Dann werde ich auf Panzeron wieder wechseln. Und dann werde ich aber einen Sturzflug machen und soll das Tengulist auseinanderfetzen. Auf jeden Fall, glaube ich, sehr. Level 43 sogar nur. Ja, Sturz, komm, gib ihm. Und Angriff. Brave Bird Attack. Bam. Und tschüss. Das war's für Tengulist. Und ein paar HP-Man abgezogen, das war für Zack. Das habe ich doch glatt, da habe ich dich glatt unterschätzt. Das hast du sogar in der Tat. Das hast du sogar in der Tat. Okay, war nett runter. Dann haben wir wieder Tentoxa nach oben. Einmal Items, einmal heilen. Also Übertränke haben wir eh noch genug. Ich will Panzer auch nochmal wieder aufheilen, sicherheitshalber. So. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Mal schauen. Hier geht's hier runter. Mal schauen, was hier unten abgeht. Mal schauen, was hier unten abgeht. Auf jeden Fall ist hier eine Höhle. Ein Doppelkampf. Ibe. Na gut, kriegen wir hin. Als Team sind wir unschlagbar, so schnell wärst du uns nicht vergessen. Du bist ja ein niedlicher Trainer. Wie lange du wohl meine Attacken standhalten kannst? Wie lange du meine Attacken standhalten kannst, wohl eher? Zwei Pokémon. Es sind Amaldo und Wirli. Das ist sehr gut, das sind beide schwach gegen Wasser. Tentoxa und Panzeron. Los geht's. So, Surfer. Ich versuche Panzeron wegzufliegen noch, aber ich glaube, das wird nicht klappen. Deswegen werde ich Wirli mit Stahlflügel angreifen. Ja, war klar, Tentoxa ist eh schneller. So, okay. Stahlflügel auf Wirli. Wirli! Okay, sehr effektiv. Gigasauger. Ja, mach doch. Das kriegst du eh als Schaden reingeballert. Deswegen ist es wurscht. Schlitzer. Oha. Oha, oha, oha. Wie viel hat mein Panzer-Eron denn noch? So, Surfer nochmal. Ein Panzer-Eron werde ich heilen mit Hyperheiler. Damit er Hypertrank, Entschuldigung. Damit er nicht drauf geht. Denn durch den nächsten Surfer könnte sein, dass er besiegt wird. Da hat er keinen Angriff gerade eingekriegt, aber Tentoxa ja sonst. Surfer. Also Amaldo wird rausgehen, aber Wirli weiß ich nicht. Also, außer Amaldo sind sogar beide. Also Wirli ist nicht raus. Level up für Tentoxa. Level 45. Okay. Macht er nochmal Gigasauger? Ja, natürlich, weil er dumm ist. Tschüss, Tentoxa. Und tschüss, Wirli. Das war's für dich. So. Na, tut mir leid für dich, Tentoxa. Okay, Level 45 auf der Panzeron. Somit sind alle Level 45 jetzt. Und Luftschiff versucht zu erlernen. Okay. Das ist 75. Es ist stärker als Schlitzer, also raus mit Schlitzer. So, und tschüss, Schlitzer. Und hallo, Luftschnitt. So, okay. Ah, wie konnte das nur geschehen? Das war wohl nur meine Schuld. Tut mir leid. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn bitte Tentoxa am besten wieder beleben? Ich habe keinen Beleber mehr. Das heißt, wir werden eine andere Art machen. Wenn das wahrscheinlich nicht hier drin ist, wird es wahrscheinlich hier sein. Dann werden wir den Sonderbonbon benutzen auf Tentoxa. Der geht auf 46 direkt hoch. Ich weiß, lame. Paddy, du bist lame. Aber egal, dann ist er geheilt. Ist er wieder am Leben. Und ist auf jeden Fall schon mit Level gestiegen. Wir können einmal alle heilen nochmal. Dann kann ich nämlich die nächsten Pokémon wieder trainieren. Auf 46 hoch. Aber vom Level her sind wir jetzt gerade so ungefähr wie die hier drin, würde ich sagen. So, zack, Pilz nach oben erstmal. So, mal sehen, was hier abgeht. Es geht nämlich noch weiter. Dab, dab, da, 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 da. Hä?
Ach so, hier ist eine TM. Ich wollte gerade sagen, what the hell? Geil, Tsuyu, endlich. Alter, endlich eine Psycho-Attacke. Tsuyu Chinese, das werde ich auf jeden Fall Banett beibringen. Hundertprozentig auf jeden Fall Banett beibringen. Hat, ist jetzt nicht wirklich super stark bei ihm, aber ist es halt so. Wir brauchen hier mal eine Psycho-Attacke. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Jetzt noch ein Trainer. Hi, was geht? Für nützliche, unnützes Gerät habe ich keine Zeit. Zeig mir, wie motiviert du wirklich bist. Okay. Werde ich dir zeigen. Nehme ich dir den Arsch auf, Reisoper. Karadonis! Und ich leade natürlich mit Kapilz, was natürlich top ist. Level 46. Es könnte sein, dass es Level 46 sogar ist. Boah, 47 sogar. So, Samenbombe. Und er macht Protzer. Okay, das kann er gefährlich werden gleich. Oh mein Gott, erhöht den Angriff und die Verteidigung. Das wird nicht viel Schaden machen mehr. Okay, Stachelsporen, damit ich das Ding zumindest paralysieren kann einmal. Bin ich auf jeden Fall schneller als er. So, Stachelspore, zack. Und dann ist er paralysiert. Bin ich ein Arschloch. Das kriegst du in Kapilz, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Samenbombe. Und zack. Ja, es wird immer weniger. Oh Gott, es ist paralysiert. Geil, Mann, wir kriegen es down. Wir kriegen es mit dem nächsten Angriff down. Und nochmal, Samenbombe. Es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Er wäre schneller gewesen in dem Fall jetzt gerade sogar. Und tschüss. Das war's für dich. Oh yeah. 1641. Das war's für Igma. Du bist motiviert bis in die Haarspitzen. So, viele Trainer sind hier aber tatsächlich, glaube ich, echt nicht mehr. Da ist auf jeden Fall noch was oben. Das sehe ich von hier. Das sehe ich mit meinem vergammelten Augen, sehe ich das. So, da will mich jetzt hier einmal. Na! Hä? Kann das nicht. LOL? Okay, wir haben es verkackt. Okay, ich hab's verkackt. Da ist auf jeden Fall ein Pokémon. Es geht hier ab. Hier ist auch noch ein Trainer. Leute, wie Trainer hier rumgammeln, ey. Ich habe gemeinsam mit meiner ganzen Familie trainiert. Ich werde gegen niemanden verlieren. Das ist der Typ, das ist doch hier der Siegertyp, oder? Wie heißt er noch? Paul. Ist es der? Elektroball Paul? Das könnte sogar sein. Das könnte der sogar sein. Weil ich meine, er hat noch gesagt, dass er zur Pokémon-Liga gegangen ist. Das wäre krass, wenn du das ist, ey. Auf jeden Fall krass. Soll ich mit Samenbomben angreifen? Der wird schneller. Oh, du Vollidiot, ey. Armes Kapilz, ey. Eieiei, ich habe auch nicht so viel Schaden. Tschüss, Elektroball. Dummes Elektroball, ey. Okay, ein paar Erfahrungspunkte, fehlgeschlagen. Flampavian. Okay, dann mal wechseln. Auf Tentoxa wollte ich gerade wechseln. Oh, okay. Trotzdem Tentoxa. Ist halt jetzt so, ich musste leider mit Tentoxa mal kämpfen. Das Ding ist echt brutal. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, Surfer. Und geh baden. Und zack. Down. So, das ist ganz quit. Sehr schön. Und da tauchen ein paar Erfahrungspunkte. Schluck weg. Beim Psycho-Pokémon. Ich werde eigentlich meine Bodenattacke bekommen hier. Logok, ne? Ja, genau. Okay. Ich kann sagen, Schluckweg ist ein Gift-Pokémon, also wir können mit Gift mit Bohnen angreifen. So, Logok. Zeig uns, was du kannst. So, auf jeden Fall sehr groß. Mega-Entwicklung Erdbeben. Und los geht's. Yeah. Okay. Und Erdbeben. Das hätte er, glaube ich, überstehen, aber jetzt keinen Step bekommt. Ja, war klar. War klar, dass es übersteht. Bitte kein Gift, bitte kein Gift, bitte kein. Oh, fuck. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich hasse Gift, ey. So, Temposchub. Ist egal, was wir machen, er wird es jetzt eh nicht überstehen. Nochmal Erdbeben und er ist down. Der ist down. So, zack. Und weg ist er. Gut. Und 1536 EP. Du bist stärker als meine Familie. Das ist überhaupt noch möglich? Das ist der Typ, hundertprozentig ist er das. Aber ich rede nochmal an. Wer stärkt es nach mir und hab bisher noch nie verloren? Jetzt habe ich kein Selbstvertrauen mehr. Vielleicht soll ich nach Hause gehen. Das ist der. Ich glaube, das ist der Drücker tatsächlich. Ich glaube, das ist der sogar. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn er das ist. Ich glaube, es ist ja sogar echt, ey. So, mal wieder Pilz einmal heilen und noch unser Logok. Weiß noch nicht, was uns jetzt hier noch erwartet, wie viele Trainer. Also in diesem Part werden wir, glaube ich, doch tatsächlich nicht fertig hier drin. Vielleicht im nächsten. Also in der nächsten Part hier noch drin rumlaufen, werde ich auf jeden Fall den Ende des nächsten Partes noch ein bisschen was anderes machen. Ein bisschen noch den nationalen Pokédex holen. So, hi.
Drachen-Pokémon sind die allerstärksten. Ich werde also an dir ein Exempel statuieren, um das zu beweisen. Ein Drachenexperte. Oh mein Gott, wir haben keine Eisattacke. Was hat er? Ein Citra King. Okay, das geht sogar noch. Ist das Ding noch Wasser? Ich weiß gar nicht, ist das Ding wirklich noch Wasser-Pokémon? Wenn ja, ist es nicht so tragisch. Dann könnte ich, warte, ich probiere es mit Samenbomben mal. Drachenpuls. Oh mein Gott, böse. Autsch. Aber ich kann auch Autsch machen. Okay, es ist kein Wasser-Pokémon mehr, aber es macht trotzdessen echt viel Schaden, ey. Energiefokus. Na gut, er wird down sein jetzt. Und Samenbomben. Und schießt Citra King. Und das ist down. Das ist down. Wir haben ihn kaputt gemacht. Und kein Level-Up für ihn. Schade. Du. Ich. Was ich? Was ich? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Mal, mal kurz schauen, was hier unten abgeht. Was geht hier unten ab? Da-da-da-dam-da-dam. Ich wusste, dass es rausgeht hier wieder. War zu erwarten. Aber hier ist nichts, ey. What the fuck? Hier ist nicht mal was, ey. What the fuck? Da war nicht mal was. Das eine Scheiße. Da war nichts. So. Okay. Ach so. Ich wollte gerade sagen, war das schon alles? Nee. Doppelkampf. Hi. Hey, mich hat eben ein Trainer angesprochen. Wir machen es wie besprochen. Du greifst zuerst an. Hey, mich hat ein Trainer angesprochen. Mach uns mal an und greif an. Okay, greif ihn an. Entschuldigung. Was für Idiot, nee. Ein Psycho und ein Mucki-Typ. Okay. Ich glaube, mein Handy hat gerade vibriert, ey. Hat sich irgendwas angeführt. Oh, ein hier. Oh, wie heißt das Ding? Boah, ich komme gar nicht drauf, wie das heißt. Dieses Flugpower. Wie hieß das noch? Genau, so und so um die Wora. Jetzt weiß ich es wieder. Auf jeden Fall das mit Paralyse mal wegmachen. Oh, Luftschnitt auf Rasov. Ja, ganz toll. Das Gute ist jetzt, wenn das durchkommt, der Angriff, wird das auf jeden Fall durch den Luftschnitt auf jeden Fall sterben. Natürlich nicht. War klar. Aber egal, starke Spur trifft trotzdem. Sehr gut. Immerhin das. Das ist schon mal ein guter Anfang. Er setzt Ziehstrahlen, das ist jetzt ganz böse. Au. Shit. Das war sogar ein Crit. Natürlich, ey. Schade. Banette oder Logok? Elektroball. Nicht. Keins von beiden. Wir werden auf Elektroball setzen. Dann werde ich Donner auf das Somnivora ballern. Und nochmal Luftschnitt auf Rasov probieren. Donner. Und Angriff. Ich hoffe, dass die Pokémon-Liga nicht mehr so lang geht. Oh, nicht nochmal. Mein Gott, ist doch in Ordnung, ey. Mach mal dieses Rasov nicht kaputt, ey. Mach das bloß kaputt. Er ist nicht mehr verwehrt. Und er wehrt's ab. Ich glaub's nicht, ey. Ich kotze im Strahl. So, Donner nochmal zum Ivora. Luftschnitt auf Rasov. Please, noch einmal, bitte. Ja, ist egal. Donner ist speziell. Deswegen ist es scheißegal, weil Angriberei auf mich gemacht hat. Haben wir keine Kotz. Kreuzhieb. Au. Au. Boyenhelm. Und Angriff. Luftschnitt. Und übersteht das sogar. Ich glaub das nicht, ey. So, ich muss auf jeden Fall das Rasov jetzt wegräumen. Und fliegen auf so einem Niveau. Und da haut sich selbst. Das war so klar. Das war so klar. Kreuzhieb. So, tschüss. Tschüss, Elektroball. Schön, dass nichts klappt hier gerade mit uns beiden. Wir sind beste Freunde. Und tschüss. Wisst ihr, was jetzt nervt? Das ist gleich, wenn wir rauskommen hier, nochmal ein Kampf kommen wird und wir nur 4 Pokémon haben, denn das ist ein bisschen nervig. Das nervt mich auf jeden Fall gerade. So, nochmal so ein Ivora Felsgrab. Gott, ist dieses Rasov nervig, ey. Mach das doch mal weg jetzt, ey. So, Initiative sinkt. Panzerjomat fliegen. Jetzt haust endlich raus, ey. Das Ding ist überhaupt nicht nervig. Nein. So, weg mit dem Scheiß, ey. So, Erfahrungspunkt für beide. So. Ist jetzt egal. Nitro-Ladung auf Rasov. Oh, Luftschnitt auf Rasov. Oh, das Ding ist übelst schnell. Und, oh, Alter. Das war jetzt eindeutig zu knapp, ey. So, und es ist weg. 1600, Level 46 für unser Logok. Okay, und Panzer hier auch nochmal die Menge. Gut, das war's. Das ist alles nur deine Schuld. Pah, jetzt mal richtig angestrengt. Ich hoffe ja, dass wir jetzt nicht rauskommen hier.
Kommen wir jetzt raus, please, bitte raus. Ja, tatsächlich, aber ich muss mich heilen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kampf gleich startet, von dem ich gesprochen habe. Ich hoffe nicht. Ich habe gar nichts an Beleber, ne? Ich habe keinen einzigen Beleber mehr. Ne, gar nichts, ey. Fuck. Ich hoffe, dass der Kampf nicht kommt. Wir werden in diesem Part noch sehen. Komm schon, nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lass mich zum Pokémon Center gehen. Bitte, 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 bitte. Es geht noch weiter. Oh Gott. Gut, Leute, ich muss den Part jetzt hier beenden. Warte mal. Mal hier kurz was gucken, einmal. Heilt er mich? Ich habe keine Ahnung, ey. Jetzt wollte ich heute nicht auf Bericht gehen. Ich bin nicht im Pokémon Center gewesen, als ob ich jetzt. Ich werde wahrscheinlich wieder hochlaufen müssen, ne? Fuck. Okay, es könnte knapp werden. Okay, Leute, wir werden den Part an dieser Stelle und im nächsten Part. Oder machen wir es jetzt noch? Komm, machen wir jetzt noch. Scheiß auf uns jetzt. Oh, hallo, Paddy. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du mein Versprechen von damals eingehalten hast. Danke, dass ich es bis hier geschafft habe. Verdanke ich allein dir, Paddy. Ich konnte nur stark werden, weil ich damals gegen dich in den Kürzeren gezogen habe. Und du und dein Pokémon-Team habt auch bestimmt viel zusammen durchgemacht. Wir haben alle uns deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüber zu stehen, reicht, um die Stärke über jeder Faser meines Körpers zu spüren. Heil mich, please. Bitte, heil mich. Arschloch, heilt mich. Aber eins sage ich dir. Nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde für diesen Kampf gehen, für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Er heilt mich nicht. Mit 4 Pokémon. Okay, er hat 5 Pokémon. Altaria. Er leadet mit Altaria. Das könnte jetzt... Panzeron. Okay. Er ist stärker als ich. Ich will wahrscheinlich übelst den Kürzeren ziehen. Ich fliege weg. Tschüss. Ich muss irgendwie probieren, den zu besiegen, ey. Wenn ich jetzt hier verliere, ist er echt fail, ey. Traumpuls, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht effektiv. War sogar ein Crit sogar noch dazu. Ich werde mit Fliegen kämpfen und mich dann danach heilen, wenn ich gewechselt habe. Aeroas. Und Flinkklaue, zack, Angriff. Okay, Drachenpuls nochmal. Ich denke mal, das Altaria kriegen wir geknackt mit ihm noch. Würde mich wundern, wenn nicht. Luftschnitt. Und Angriff. So, er lebt noch. Ernsthaft. Okay, nochmal. Luftschnitt und da war es das für Altaria. So, tschüss. So, Altaria ist down. So, 1695. Was kommt? Es kommt Magneton. Da haben wir sogar tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, das zu besiegen. Ich werde Logok einwechseln und mit Erdbeben angreifen. Und ich hoffe, das Ding hat kein Schwebe und dann kann ich es auch treffen mit Erdbeben. So, ich werde meinen Megabeam noch nicht verballern. Erdbeben. Das werde ich machen, wenn ich es wirklich brauche. Gott, es ist nicht kaputt gegangen durch Robustheit. Lichtkanone, okay, böse. Weil ich werde mit beiden angreifen können. Mit Feuer und mit hier, na. Sag schon. Ich komme gar nicht drauf. Mit Feuer und mit hier Boden. Mal kurz mal heilen, sich als halber. Ja, muss ich ja besiegen gleich, weil. Oh mein Gott, ey. Ich krieg Abdrehe gleich, ey. Nitro-Ladung. Mach's jetzt kaputt. Und down. So, ein bisschen Schub mal. Okay, ein paar Erfahrungspunkte. 1606. Und Roselia wird eingesetzt. Ja, können wir auch drin bleiben, weil das ist ja keinen Sinn zu wechseln, ey. Werde ich jetzt 2 Feger normal nur einsetzen. Ich bin schneller, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Und weg. Nächster Giftdorn. Ich muss jetzt gleich rauswechseln, ey. Got down. Was kommt jetzt? Das kriegen wir so Giftschaden. Es kommt Enikuro. Es müsste ein Fee-Pokémon sein. Das heißt, ich werde mit der Toxer kämpfen einmal. Ist ja in dem Fall jetzt so egal. Nach dem Kampf sind wir eh in der Pokémon, also beim Pokémon Center von der Pokémon Liga. Und bis dann werde ich ja eh mich nochmal trainieren. Na, egal, wir kriegen trotzdem den Drop, auch wenn es jetzt nicht effektiv war. Das ist Finte, ist egal. Mach mal eure Speier und dann werde ich einen Surfer einsetzen. Oh yeah, haben wir den krasse Drop, ey. Das ist gut sogar.
Und nochmal. Und Säurespeier. Das war's für ihn. Und er ist down. Sehr schön. Gut, jetzt kommt Galagladi. Ein Kampf-Pokémon. Das ist zugleich auch seine Mega-Entwicklung. Deswegen werde ich auf Panzer-Eron erstmal wechseln. Und gleich auf Full-Risiko gehen mit Sturzflug angreifen. Das ist Kampf-Psycho-Pokémon. Er wird Mega-Entwicklung definitiv machen jetzt. Ja, war klar, habe ich es erwartet. Die Mega-Entwicklung von Galagladi. Sehr, sehr böses Pokémon. Auf gleich Risiko kämpfen. Und es ist down. Sehr schön. Gut gemacht, Panzer-Eron. Sehr gut gemacht, Panzer-Eron. Ich bin stolz auf dich. Ja, du kriegst jetzt Schaden, ist halt leider so. Okay, das ist weg. Sehr gut. Das war's. Oh yeah. Ich habe versagt. 1120 Poké-Dollar. Gut, da haben wir das. Ah. Paddy, du und dein Team. Ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch am Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte mich auch bei Galagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich gedanklich euch einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ah, ich habe ein Geschenk für dich. Hier ist ein Decken. Galagladi und das Team. Funkelstein. Danke, das kann man zu den entwickelnden Pokémon. Das ist ein männliches Kilia. Wenn ja, dann wird es unbedingt diesen Funkelstein auf sein. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch warte ab. Ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Kämpf wieder gegen mich, wenn ich dich herausfordere. Versprich es mir, ja? Gut. Gut, 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 Leute. Ja, dann haben wir unser Ziel erreicht. Die Pokémon-Liga. Ja, ist egal, brauche ich nicht mehr. Ja, ich werde jetzt mit euch noch zum Pokémon-Center gehen, einmal heilen. Und dann würde ich sagen, das war's denn auf diesem Part. Davon liegt ein Megastein, das sehe ich von hier schon. Den nehmen wir mit. Da ein Mifionite Y. Mifionite. Mewtwo. Können wir damit zur Mega-Entwicklung zwingen. Okay. Einmal heilen. Und dann würde ich sagen, dann beenden wir den Part an dieser Stelle auch. Und im nächsten Part werde ich vorbereitet sein für die Pokémon-Liga. Dann werden wir uns an die Pokémon-Liga machen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Part wieder. Denn bis zum nächsten Mal. Und ciao.